geil, Projekt Napoleon. Vor mir da der noch lebende Palaine und irgendwo weiß der Geier wo, der Azrak. Ja, da ist er, genau. Sind wir dabei. Wieso noch lebend? Weil das gerade Azrak gesagt hat. Ich wollte den roten Faden. Radioaktive Biom. Nein, das ist die Vanilla-Version. Gibt hier nicht. Ich kann's vergessen. So, Herr Palaine, guck, da aus der Wand. Nee, ja, da aus der Wand, da kommt das Kabel oben von dem Zeitrelais. Ja, das geht hier unten rauf. Okay. Dann hast du hier einmal ringsrum hast du einen Elektrozaun. Da gehe ich nochmal ab auf die Lämmchen. So, da geht das einmal links auf das Lämmchen, einmal rechts auf das Lämmchen und geht einmal ringsrum. Also rein technisch, so wie ich das gelernt habe, müsste das funktionieren. Eigentlich müsste das halten. Ne? Oh. Aber das Ding ist verbunden. Aber ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube, ich muss diese Zuleitung woanders hinziehen. Oder irgendwie, keine Ahnung. Das ist irgendwie so ein Zinken drin, den ich jetzt noch nicht kapiere, den ich noch nicht verstehe. Den ich noch nie so. Das ist Händler 6. Da läuft Strom allerdings mit 0 Watt. Weil nix. Das Zeitrelais geht nach unten, ja, das ist richtig, was mein Chat gerade schreibt. Ja, nee, das Zeitrelais geht nach unten, das ist richtig. Das ist genau an der Stelle da. Da kommt das Zeitrelais quasi an. Und dann verteile ich das ja einmal über diesen Verteiler da oben und dann geht das einmal noch ringsrum über die... Schmeißt das Relais weg, das ist doch scheiße. Ja, ich will ja Strom sparen. Ach, Strom sparen, dann macht der Generator aus. Aber man kann ja keinen Strom sparen, man kann Energie sparen. Ja, Was kommt denn da für der philosophisch Kabel durch die Wand, durch die Mauer? Da kommt, das ist quasi die Zuleitung. Also ich habe ja oben den Generator, dann geht es ins Zeitrelais und vom Zeitrelais geht das nicht da unten hin. Warte mal, das geht. Wie das geht? Von dem Zaun hoch in den anderen Verteiler und von da aus in die Lampen. Ich tendiere sehr schon fast dazu. Hintergrund. Sehr strange. Ja, so, ich habe das. Stimmt, Mac. Ja, genau. Ich habe das. Irgendwas erklärt mit irgendwelchen Kabellegen. Oh, ich brenne! Oh, ich fliege! Warte mal, was? Kann ich das nicht abbauen? I believe I can fly. So. Pass auf, hier ist noch drin, nicht, dass du da. Ich bin zu Hause! Ach, das war noch nicht. Ich wollte schon gucken. Oh, bremsen! Aua! Ich bin zu Hause! Achso, ich hab mich schon gefragt, wo dieser scheiß Ton herkommt. Sag, was ist da denn? Was ist da denn für ein Zombie? Der Ton, ja, das ist ein Zombie. Ist es ein Schreier jetzt oder was ist das? Hab die Dicke, komm her. Bitte, Mama. Ja, bam. Ups. Nächste. Schwindet nur übel. Ja, lauf mal schön ins Feuer. Mache. Okay. Wenn nicht. Ups, weiß schon. Schupp. Ah. Jo. Oh, oh, oh. Bam. Wo lebt Daddy das noch? Nee, lebt nicht mehr. Aber die stehen nur so rum. Dabei. Ja. Nur so ein schöner Kram. So. So, jetzt irgendwie muss das mal gebacken kriegen mit diesem Scheißsturm. Ich glaube, ich werde das hier vorne nochmal abbauen. Schwupps, schwupps. Da werde ich mal komplett die Zuleitung nochmal anders legen, weil ich habe das Gefühl. Setz das doch mal neu. Ich glaube, das hängt irgendwie mit der Zuleitung zusammen, dass die da nicht sauber irgendwie, dass das irgendwie nicht geht, warum auch immer. Auch noch Pistolen. Mann, ja, leg doch mal den Strom für die Lampen direkt von dem Generator. Also vielleicht mit dem Verteiler. Generator. Muss ich mal gucken, warum. Und nicht über den Zaun. Ja, meine Asche! Ich krieg immer das. Jetzt krieg ich das Kabel hier nicht mehr weg. Was ist denn da los? Das ist nicht ein Bug. Ein Bug ist das. Oh je. Ach nee, warte mal, das muss man hier abmachen, ne? Okay. Ah, jetzt habe ich das abgemacht. Oh, okay, dann, verstehe. Dann geht's wieder. So, mit das. Jetzt habe ich ein Problem. Oh, Alter. Ich korrigiere mich. Ich schlag gleich Azrak tot. So. Nein, ich will da nicht. Nein! Ja, das war so klar. Das war so klar. Nur wegen dieser Scheißhupe. So. Ah, ist das elend. Wir machen einen Ausflug zum Händler, nicht? Ne? Ach, aber man hat gesehen. So, ich mach jetzt mal die Spikes weg. Das geht mir auf den Keks, geht mir das. Feuer ausweichen. Ich bin auch gleich noch tot, das ist auch noch schön. Ups. Doink, doink, doink.
Ja, ich muss da auf der anderen Seite. Mann. Das läuft hier ja, auch gar nicht heute. Läuft, ja. So, nochmal das Ganze. Und da haben wir jetzt das an Kabellage. Da haben wir das. So. Ich bin gleich tot. Ja, ich weiß. Ich glaube, ich werde auch gleich freiwillig sterben. Ich will nicht mehr. Selbstmord, Suizid. So, jetzt so, wir hatten noch hier irgendwo unsere Health. Ich höre schon wieder irgendwas Schreiiges. Ja. Eine Freierin. Soll ich mal erstmal einen Verband finden hier? Scheißladen! Was? Achso. Haben wir hier keine Verbände so? Nordisch, ne? Hast du irgendwie Chatprobleme? Soll ich fragen? Weil die Leute versuchen bei dir zu schreiben und es klappt nicht. Also ich habe bei mir Leute im Chat, also einmal Hallo sagen bitte. Und nö, die schreiben mir. Die schreiben. Lachend gut, über den Teppich rollen. Toll, ich werde hier auch noch ausgelacht. Das sei nett. Geil, ja? Ich brauche Bandagen. Ich gehe mal in die Hütte. Hier ist ein Geier. Gerade wollte ich mir einen Schluck Kaffee gönnen. Kannst du jetzt? Haben wir nichts mehr an Verbänden oder sowas? Nix mehr irgendwie mal irgendwo Aloe oder irgend so ein Schweinkram? Hatten wir das nicht mal alles? Ja. Ja. Oder ich bin wahrscheinlich einfach nur blind. Dann, gut, Painkiller haben wir hier. Da werde ich mir mal zwei Stück reinpfeifen. Wenn noch haben, weiß ich allerdings nicht. Müssen wir doch irgendwo noch mal, ich glaube nicht. Zack, zack, hier weg die ganze Scheiße da. Ah, da bist du. Da muss doch irgendwo was sein hier, womit ich mir mal meine herabhängenden Körperteile verbinden kann. Nein. Weißt du, wie nein? Nein, ich bin woanders hier. So. Achso, Aguay. So, eine nehme ich mir jetzt. Zack, zack. Guck mal, hier war nämlich so. Müll. Das wusste ich doch. Weiter geht's. Meine Güte. Das war lecker. So, das haben wir auch ein bisschen wiederbelebt, ne? Brauchen wir eine so, Solarzelle? Keine Ahnung. Oder Autoturrets? Nein, das, ich glaub, jetzt nein. Glaub, das ist so hart. Nein. So hart. Kriegen ja nicht mal die Lampen zum Laufen. Mhm. Ah, das finde ich euch. Ah, ja, alles klar. Läuft's bei euch? Brauchen wir eine Kettensäge? Also, ich brauch die nicht. Mal, wenn du eine willst. Ach, scheiß auf die Kettensäge. Okay. Also, nicht wörtlich nehmen, bitte. Ja. Kannst du natürlich machen. So, dann haben wir hier noch was zu futtern, was ich mir jetzt mal eben. Ach, ich werde mir hier ein bisschen so. So. Nimm doch Eichen. Das Schnäppchen. Nehmen wir mit. Jo, irgendwie kriege ich das noch irgendwie irgendwann mal gebacken in diesem Scheinsturm. Ich wollte gar nicht lachen. In dem Kabinett, wo ist denn das jetzt? So, wo habe ich jetzt den Hauptverteiler? Das ist. Komm, das ziehe ich. Glaube, ich ziehe das mal da lang. Geiles Barrel. Gekauft werden. Das ist ein Spare Rib? Interact. Nein, Barrel. So. Ein Barrel. So. Dann machen wir es mal so. Schwupps, schwupps. Barriere-Tool. Vajer-Tool? Vajer, das kommt da hin. Jo, jetzt machen wir das Ganze. Das kommt von dem Verteiler. Versteckt? Was? Wieso versteckt? Das sind wir. Ach, was. Ohne ihn nach einem Durchlauf ist die Kettensäge auch wieder frei. So, dass man so funktionieren tut. Das geht einmal dadurch zu dem Verteiler, dann geht das darauf und eigentlich sollte das so funktionieren. Tja. Eigentlich. Eigentlich. Aber eigentlich ist es halt eigentlich. Jo, haben wir noch ein paar Speakers. So. Spikes. So, dass ich da wieder reinfallen kann.
So, jetzt bleibt das so. Und wenn das nicht funktioniert, ist es mir auch egal. Ich habe keine Gefühl mehr. So viel Folgelob für den heutigen Tag. Und ich krieg gerade mal eine Strippe daran getüdelt. Oh Mann, du nicht. Ich bin völlig gebrochener Mann. So, erstmal muss ich mich ausmelden. Den ganzen Kram nicht so dabei habe, den ich eh nicht benutzen tue. So, wie war das eigentlich? Brauchtet ihr Beton oder was? Ja. Ich wollte auch irgendwas machen, jetzt habe ich es vergessen. Weil Beton hatte ich nämlich auch ein bisschen. Dann war es nicht wichtig, sagt man immer. Ja, genau. So, Stein, dann brauche ich noch Ferment. Fermenta. Darf kein Ferment. Darf Ferment. Ich auch gleich nochmal Zement ansetzen. Schwupps. Fermentmischung. So. Kriege ich vielleicht noch ein bisschen was gebacken. Was möchtest keine Verkabelung ohne Verkleidung wollen? Ohne Verkleidung meinst du hier Kabelkanal oder Unterputz? So. Ist das ein Elend heute? Ein Elend ist das. Das macht sich echt bemerkbar, wenn du echt so lange nicht spielst. Mhm. So, Electric Parts schmeißen wir hier mal rein. Und Erde, ach komm, Erde. Zack. Erde an Nordisch. Ja. Tja, dazu sage ich jetzt nichts. Ich kann sie nicht, man kann sie nicht alle töten. Einfach grinsen, man kann sie nicht alle töten. Ich glaube, ich wollte mir das auch mal als T-Shirt machen. Immer grinsen. Du kannst sie nicht alle umbringen. Auch nicht schlecht. Test. Immer grinsen. Immer genug. Dich kriege ich auch noch. Du Sau. Genau. Red Moon, wie schaut's aus? Test. Geht da irgendwas nicht? Wird da irgendwas angezeigt? Oder was musst du noch Bescheid sagen? Auf dem einen steht A-Hörnchen, auf dem anderen B-Hörnchen. Finde ich auch lustig. Ja. Was ich mal sehr, sehr lustig fand, bei einem Konzert war das gewesen, hat ein Mädel ein T-Shirt angehabt, stand drauf, ich bin dein Plan B. Das würde ich dann aber auch wörtlich nehmen. Du mitkommen. Sehr geil, ich bin dein Plan B, okay. Tja, ja, sah sie denn, also ich meine, ich wäre jetzt nicht sexistisch oder sowas, war sie denn ansprechend? Ja, das kann man so nicht verneinen. Ja gut, unter gewissen Umständen ist es auch nicht so wichtig. Ja, da musst du raus. Lautig hat's gesagt, ich war das nicht. Ihr habt alle gedacht, ich hab's nur ausgesprochen. Aha. Ich weiß immer noch nicht, was ich jetzt tun soll. So, jetzt machen wir einmal so. Ich wollte einmal drin gucken. Achso, ich wollte einmal gucken, ja, ob das Kabel hier durchläuft, was ich nicht sehen kann. Das ist aber schade. Ach toll, die hat einen Tannenzapfen dabei gehabt. Tannenzapfen. Schade, man sieht das Kabel hier nicht. Ich dachte, man könnte das vielleicht hier über Eck sehen, ob das hier durchverbunden ist oder nicht. Wah! Aber wir hatten doch auch noch einen anderen Zugang. Warte mal. Das kriegen wir rauf. Mal hier mal gucken. Ach, guck mal, hier geht das Kabel durch. Ah, ja. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Außer hier, da hatten wir keine Verbindung. Hier haben wir auch keine Verbindung, wieso auch immer. Hier haben wir auch keine Verbindung. Hunting Knife Buch. Ich glaube, das hatte schon jeder gelernt. Ich glaube, ja. Ha, Hunting. Ha, 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 ha. Hunting. Ha, ja. Hunting. Ja. Ah, okay. Wer wird warm? Wer wird warm? Mir wird warm. Achso, dir wird warm. Okay. Das ist alles mysteriös. Mysteriös. War Faufel. Was? Stacheln. Was war das? Das war ja tot, lassen wir auch mal hier. Valeria, auf Kurs. Unglaublich, da ist er am Essen. Guten Appetit natürlich. Oh Mann, da hackst du jedes Mal drauf rum. Das ist unglaublich.
Jedes Mal behauptest du, mein Haar wird immer lichter. Ich kann gar nicht so viele Haare verlieren, wie du mir das unterstellst. Das ist unglaublich. Stell dich so an. Ein schönes Gesicht braucht Platz. Also, The Silent schreibt, dass er bei dir nicht schreiben kann. Das ist die klassische Denkerstirn. Mysteriös. Das ist sehr mysteriös. Warum kannst du bei ihm nicht schreiben, bei mir aber? Drück doch mal beim Nordisch F5. Geht das immer noch bei mir nicht hier? Also die mal bei mir schon geschrieben haben, also hier Gonzo und sowas. Bitte mal alle mal kurz mal schreiben, ob das nicht funktioniert. Du. Ja, ist die Frage. Hast du Multilink oder hast du sozusagen direkt? Ne? Zeigt der Generator jetzt Leistung an. Also das ist jetzt gerade frisch eine Meldung. Also bei mir funktioniert der Chat. Also da muss... Wir sind da. PS4 geht das nicht mit dem Multimist. PS4? Ach, du bist über PS4? Oh. Echt? PS4. Ja, PS4 ist ja auch nett. Aber, alle, die sich auskennen mit PS4, bitte helft ihm mal, was er da machen muss oder ob er sein PS4 feierlich verbrennen muss, ich weiß es nicht. Aber über PS4 müsste es eigentlich auch funktionieren, weil da hast du ja auch so ein Chatfenster und müsste eigentlich gehen. Eigentlich. Also der Multilink natürlich nicht. Der Multilink geht natürlich nicht auf einer PS4. Aber teuer. Chatten. Aber chatten geht natürlich. Jedes O ist 50 Euro. Ja, das ist die Beleuchtung, genau. Bitte? Das ist die Beleuchtung. Beleuchtung? Hier, Gucker, okay. Ja, dass mein Haar so lichte wirkt, ist die Beleuchtung. Das ach so, ich wollte schon Beleuchtung. Hier wird falsch beleuchtet, belichtet und unterbelichtet. Ich dachte, meine Beleuchtung funktioniert doch draußen. Ich hatte schon Hoffnung. Nein, alles gut. Nein, ist alles gut. Was? Funktioniert nicht. So. Wie sieht's aus? Strom? Haben wir Licht? Nein, schade. Strom ist da und eigentlich der elektrische Zaun sollte auch gehen, aber Beleuchtung geht aus einem Grunde nicht. Unser Elektriker, du. Ja, und das Schlimme ist, ich dürfte auch ausbilden, also ja. Ich lasse es besser. Zum Glück muss ich es nicht. Jetzt Feuer aus. Das ist doch Handwerk. Ja. Ja. Das ist wirklich mysteriös. Nie ging es dem deutschen Handwerk schlechter. Ja, das würde ich jetzt momentan nicht mehr abstreiten wollen. So. Aber das geht ja auch da. Also rein so, technisch. Einfach mal die. Und ich könnte mal ein bisschen Holz so am Rande mitnehmen, ne? Dann müssen das zwei Stromkreise sein. Können wir doch hier so. Gerade mal. Bam! Ich weiß das nicht. Habe ich auch so ehrlich gesagt noch nie ausprobiert, den Kram hier. Was denn? Ausprobiert? Mit Thromitet. Ah. Ja, ich kenne mich leider auch nicht so mit aus, deswegen... Ich denke... Ich weiß nicht, ob das irgendwie daran liegt, dass man da irgendwie zwei verschiedene... Weil du hast ja einmal, zeigt dir ja, das sieht man ja auch in den Farben, du hast ja einmal diese blaue Farbe bei dem Elektrozaun und die gelbe Farbe beim Licht. Dass er sich da irgendwo aufhängt, dass er sagt so, nein, möchte er nicht. Ja, das habe ich auch den Eindruck. Das könnte sein. Im Zweifelsfall einfach mal nur versuchen, das Licht anzuschließen. Genau. Das kann man machen, natürlich, sicherlich. Was jetzt zwar momentan auch nicht funktionieren würde, weil die Uhr ja noch auf 22 Uhr eingestellt ist, müssen wir nochmal ändern. Ach so, okay. Hau doch diesen Zeitschalter weg, ey. Ja, der ist doch okay. Nein, der will ich ja nie. Mais wächst. Ich will das nicht wegmachen. Das hat ja auch funktioniert vorher, so ist es ja nicht. Ich stelle das mal auf 19 Uhr. Ich denke, spätestens morgen werde ich mal ein bisschen jagen gehen, ne? Ah, siehst du, es geht doch. Das ist der Zeitschalter, ist scheiße. Nein, mit Zeitschalter. Jetzt müsste ich nur noch ein Opfer haben für den Elektrozaun. Palain! ich bin nicht da. Aber jetzt geht verdammt das. Verdammt gute Wahl. Verdammt. Ja gut, da Palain nicht da ist, Asrak, du musst leider... Nein, ich bin hier Schwein. Weil ich muss das hier begutachten, ich muss mir das von außen angucken. Oh, das Server hat ein bisschen Schluck aufgehabt. Siehst du, aber es geht. Wusste ich doch. Dann scheint das tatsächlich mit dem Verteiler zusammenzuhängen. Also nicht mit dem Zeitschalter, sondern mit dem... Ja, zusammenhängen jetzt auch, aber eben mit dem anderen. Ja, passt schon. Bisschen Schluck auf beim Server, das muss man schon sagen. So. Momentan geht's bei mir noch... Sonst müsste ich auch fahre mal dahin. Fahr mal. Okay. Dann stelle ich mal den Zeitschalter wieder um. Also am Zeitschalter liegt es nicht. So.
Das ist ja interessant. Da müssen wir nochmal gucken, ob da vielleicht irgendwie mal ein Zombie kommt, der sich vielleicht mal so ein bisschen... Da will ich hin. Da hinten. Ach, nichts gerissen in den letzten zwei Folgen. Das ist unglaublich. Ich glaube, ich werde in der nächsten Folge auch mal ein bisschen rumlaufen. Mal rumfahren, besser gesagt. Da muss ich einfach mal planlos da hinten. Wie planlos? Hallo? Soll ich mal gucken, was hier... Einfach mal straight away. Ferment macht. Ja. Ui. Und wir haben schon einiges an Eisen eingeschmolzen. Na, also Eisen brauchen wir? So. Achso, nur so meinst du es eingeschmolzen. Ja, eingeschmolzen. Dass draus gemacht wird, ja. Ah, jo. Dass es nicht in der Forge rumliegt. Da will ich hin. So, haben wir hier noch irgendwo? Ne, haben wir nicht. So, Beton schmeiß ich jetzt mal da rein. Das packe ich da rein. Das lasse ich auch hier. Was? Nee, ich habe nichts weggeworfen. Alles noch da. Jo, da haben wir das Nei. Werktüch. Ach, scheiß drauf, packe ich hier rein. Hast du ein Gewehr? Nö. Dafür lecker rein. Palain soll sich einfach mit einer Fackel draußen hinstellen und Türsteher spielen. Ja, ja. Auch eine schöne Idee, ja. Die gefallen mir. Klasse. Oh, schön. Valeria, herzlich willkommen. Schönen guten Abend an alle zusammen. Drin. Ich habe mal recht gehabt. Werde ich nur meiner Frau erzählen? Dann sag nie deiner Frau, dass du recht hattest. Nie. Mals. Dunkel auf einmal. Niemals. Dann machen? Du hast nie recht. Und sonst findet sie irgendwas, wo du nicht recht hast. Furchtbar. So. Aber du hattest recht. So. So, was brauche ich jetzt? Ich brauche eigentlich nichts. Ui. So, da brauche ich jetzt sagen, auch zum Anbruch der Nacht sind wir auch mit der Zeit soweit, denke ich. Ja, das ist eine. Passt doch, wenn du das sagst. Ja. Na gut. Dann schließe ich mal mit diesen Worten sozusagen. Hat ja alles hier funktioniert. Ah, wir haben Licht. Es ist so schön. Ich habe es doch noch hingekriegt zum Ende der Folge. Schön. Gut, dann vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Projekt Napoleon bei Seven Days to Die wieder. Ah, der Palain funzelt mich schon wieder an. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ich übergebe das Wort an den Palain. Ja. Nimm deine Keule da weg. Da bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Und ja, dann sage ich auch mal tschüss. Ja, dann tu das auch. Bitte. Tschüss.